Hallo und herzlich willkommen zu BeTheChange.World. Mein Name ist Robert. Zieh ich mal ab, die Schmutzig-Freunde. Ich bin gerade am Motorsensen mähen. Rasenmähen sozusagen. Ich bereite gerade hier den Hügel nach da vor. Dort möchte ich einen kleinen Pinienwald pflanzen. Ich zeige euch mal, was ich die letzten Tage gemacht habe. Hinter mir kocht Ayahuasca. Jetzt mittlerweile schon über 12 Stunden. Dieses Video soll als Intro sein für mein Coaching, was ich euch anbiete. Ich habe in diesem Leben einiges verstanden, einiges gemeistert und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich mein Wissen und die Techniken, die ich erlernt habe, mit euch teilen möchte. So, erst einmal zu diesem Edelstahlfässchen, was hier kocht. Ich habe mir ein altes Bierfass gekauft aus Edelstahl und in diesem Topf koche ich heilige Medizin. Ich mag dieses Bild. Ja, Bier und Alkohol sind in meinen Augen eine sehr schlechte Droge. Einige werden jetzt vielleicht abschalten. Ist dem so. Ich trinke keinen Alkohol mehr, keinen einzigen Tropfen. Und hier drinnen, ich muss gleich mal Wasser nachgießen, ist eine Mischung aus Chacruna-Blättern und der Ayahuasca-Liane. Chacruna-Blätter liegen hier noch ein paar rum. Das ist die Familie der Kaffeepflanze. Diese Blätter enthalten sehr viel DMT. Und wiederum gemischt mit der Liane, der Ayahuasca-Pflanze, gibt es diesen heiligen Tee. Das wird jetzt hier noch die kommende Nacht kochen. Hier habe ich noch ein Stück Liane. Ja, das ist hier die Liane. Und zusammen mit den Blättern, lange gekocht, ergibt es die Medizin Ayahuasca. So, das erstmal dazu. Ich habe hier meinen Kickbox-Sack als Sitzkissen genommen. Hola Bella. Ja, jetzt sind wir hier mitten in meiner Schreinerei, Freunde. Die Hunde haben sich hier gemütlich gemacht. Ich habe jetzt hier ordentlich Holz vor der Hütte. Ja, im letzten Video gab es noch nicht viel Holz vor der Hütte. Jetzt ist viel Holz vor der Hütte. Und ich habe meine Kreissäge jetzt angemacht gestern. Und mit dem großen 50 cm Blatt habe ich die ersten Bretter geschnitten. Ja, das ist hier so ein Öl, was ich benutze, dass alles gut gleitet, zu meinem Tisch, als auch das Sägeblatt. So, das sind die Bretter, die ich gestern geschnitten habe. Das sind die Bretter von unserem Boden. Ja, die Aufgabe für heute ist noch, die aufzustellen. Auf so einem A-Rahmen. Da kommt links und rechts ein Pfosten und dann ein Balken drüber. Und dann kommen die Bretter wie der Buchstabe A so aneinander. Links, rechts, links, rechts. Ich habe einen neuen Generator gekauft, der nicht funktioniert. Heute war ein Freund von mir hier, ein Techniker, hat versucht ihn zu reparieren, geht nicht. Ich gebe ihn zurück. Um 3 Uhr Nachmittag kommt ein Fahrer mit seinem Allrad. Ich schleppe das Ding wieder runter auf meinen Schultern. Ja, das Ding wiegt so 45 Kilo. Der kleine, den ich benutze, der ist wunderbar, aber für eine Maschine hat er zu wenig Potenz. Ja, so dass ich noch einen zweiten organisieren musste. So, das erstmal hier zur Baustelle. Also ordentlich Holz vor der Hütte. Ich bin gerade, wie gesagt, am Rasenmähen, weil ich will die Aussicht zu meinem Nachbarn, der da ein Haus hat, ein bisschen zumachen. Da sind die kleinen Pinien. Ja, ich habe eine Kiste Pinien gekauft. Die werden in einem Jahr 1 Meter hoch sein. In 2 Jahren 3 oder 4 Meter. In 3 Jahren sind es richtig große Bäume. Und in 5 Jahren kann man sie schon als Bauholz benutzen. So bin ich heute hierher gegangen. Hier haben wir noch einen wunderschönen Mangobaum. Der wird in der Nähe von unserem Haus stehen. Da ist noch ein Kakao Copasu, eine seltene Sorte. So dass ich jetzt hier noch am Hacken bin. Beim Motorsensen arbeiten kommen mir immer die besten Gedanken. Und so habe ich mich entschieden, heute dieses Video aufzunehmen. Ja, ich setze mich mal hier hin und drehe mal die Kamera um. Also Freunde, ich gebe schon mein Coaching weiter. Das mache ich auf Spendenbasis und das bleibt auch so. Ja, jeder, der Interesse hat, an seinem Mindset zu arbeiten, sein Bewusstsein zu erweitern, einige Techniken zu erlernen, die das Leben leichter und schöner machen, den kann ich meine Hilfe anbieten. Ich telefoniere weiterhin zwischen 1 und 4 Stunden am Tag mit Menschen, begleite sie beim Auswandern, löse Probleme,
Ich liebe es, Probleme zu lösen. Ja, Menschen kommen zu mir und sagen, oh, ich habe das und das Problem. Oh, mein Hund ist gestorben. Oh, meine Oma geht's nicht gut. Das und das. Und dann reden wir drüber. So, das ist so mein Hobby. Das mache ich gerne. Das macht mir Spaß. Das erfüllt mich. Und dann, wenn die Therapie, sage ich mal, gefruchtet hat, ja, wenn das Coaching gefruchtet hat, geben die Menschen mir von mir aus eine Spende. Manche zahlen 1000 Euro. Manche 5 Euro, manche 20, manche 300. So arbeite ich und das möchte ich auch beibehalten. In Zukunft wird es ein Paket geben. Ich werde anfangen, Videos zu drehen, die ich nicht auf YouTube packe, die ich speichern werde. Und dann wird es verschiedene Techniken geben. Autogenes Training, gewaltfreie Kommunikation. Harry, der ist schon wieder hier am Stören. Ja, Atemtechniken, Meditation, holistisch, ja, alles gehört zusammen. Ich bin kein Freund von dieser New Age Spiritualität. Für mich ist das Bullshit, Freunde. Es gibt viele, die so, oh, Licht und Liebe und alles muss immer im Flow sein und man darf sich nicht ärgern, man darf keine negativen Gefühle haben. Bullshit. Bullshit. Ich erkläre euch auch den Unterschied zwischen Karma und Dharma. Ja? Wenn jetzt hier Räuber den Berg hochkommen, bis an die Zähne bewaffnet oder mich meine Familie ausrauben oder mich hier bedrohen, in dem Fall darf man töten. Aus Selbstverteidigung. Und dann wird Karma zu Dharma. Das muss man auch verstehen. Es ist nicht immer locker flockig alles. Man muss auch kämpfen lernen. Vor allem die Männer. Das erste, was ich meinem Jungen beibringe, ist Fallen lernen. Judo. Boxen. Kampfsport. Super, super wichtig fürs Bewusstsein. Super wichtig, um sich nicht weh zu tun. Wer fallen kann, der tut sich nicht weh. Ich hatte letzte Woche einen kleineren Motorradunfall. Ja, nichts passiert. Andere hätten sich wahrscheinlich schon irgendwie Nacken gebrochen. So, das zum Thema, was ich hier vorhab. In diesem Video möchte ich mich bei allen meinen Hatern bedanken. Dankeschön, dass es euch gibt, dass ihr mich auf meiner Reise immer wieder motiviert habt, meine Ziele zu erreichen. Ich habe euch den Gefallen nicht getan, dass ihr mich scheitern seht. Das werde ich auch in Zukunft nicht machen. Alles, was ich anfasse, wird zu Gold. Affirmationen sind noch so ein Thema, Freunde. Ja? Wenn man lernt, mit sich selbst so zu kommunizieren, dass man sich Glück, Frieden, Reichtum, Gesundheit und all das manifestiert, was man möchte, lebt man bereits im Paradies. Und da muss man nicht hier so schön haben wie ich im Grünen. Da kann man auch im Gefängnis sitzen, wenn man dieses Mindset hat. Und man findet trotzdem Glück aus sich heraus. Ja, also vielen Dank, liebe Hater, die ihr immer wieder Hasskommentare schreibt, die ihr in der Vergangenheit meine Familie angegriffen habt. Ich lösche euch einfach. Don't feed the trolls. Ja, Coaching Nummer 1, Freunde. Lernt, Nein zu sagen. Nein! Das Allerwichtigste ist, Grenzen zu setzen. Besonders bei toxischen Menschen. Entfernt euch von toxischen Menschen, wechselt euren Freundeskreis aus und umgebt euch mit Menschen, die positiv sind, von denen ihr was lernen könnt und die euch Gutes tun. Mit Losern wollt ihr nichts zu tun haben. Die, die jetzt auf der Couch sitzen und denen der Hass über die Stirn steigt, ja, dann Daumen nach unten, Leute. Abschalten. Ciao, ciao. Ich block euch eh raus. Auf meinem Kanal gibt es nur Positivität. Der Unterschied ist, konstruktive Kritik. Das hat mit Hass nichts zu tun. Wenn jetzt einer sagt, so Robert, deine Videos sind zu lang, ich würde mich freuen, die sind kürzer. Okay, höre ich mir an. Was anderes ist, oh, du Arschloch, du bist so ein arrogantes Schwein. Ich bin selbstbewusst und das ganz bewusst, Freunde. Ich weiß meinen Wert. Selbstwertgefühl ist auch noch so ein Punkt des Coachings, Freunde. Wenn man sich erstmal selbst kennenlernt, der Prozess der Selbstfindung, erst muss man sich finden und dann muss man seinen Selbstwert bestimmen.
Wenn man diesen Prozess durchläuft, fühlt man sich gut. Und aus dieser Energie heraus kann man wieder gute Taten vollbringen und anderen helfen. Man kann aus einem vollen Glas jemand anderen zu trinken geben, aber nicht aus einem leeren. Und ob das Glas halb voll oder halb leer ist, ich wiederhole mich immer wieder, ist deine Entscheidung. So, also, ciao liebe Hater, abschalten, weggucken, ich werde nicht verlieren. Ich bin ein geborener Gewinner. Ja, ich habe auch verlieren lernen müssen. Das Leben ist nicht immer positiv, es ist Zuckerbrot und Peitsche. Ich bin durch sehr viele schwere Krisen durchgekommen. Doch an jeder Krise, die wir durchleben, haben wir die Möglichkeit zu wachsen. Und jedes Mal, wenn jetzt wieder eine harte Zeit auf mich zukommt, ich merke, das Universum testet mich. Ja, ein Beispiel von vorgestern. Normalerweise brauche ich 20 Minuten mit dem Motorrad vom Dorf unten auf mein Grundstück. Ich habe mein Motorrad sehr feste und sehr voll beladen. Bella und Bodo sind letzte Woche in irgendwelche Stachelbüsche reingelaufen, beide am Humpeln. Voll beladenes Motorrad, Bella vorne, Bodo hinten. Kontrolle verloren, Bella und Bodo sind abgesprungen, ich bin abgesprungen, Motorrad vollgepackt in den Graben. 45 Minuten in praller Sonne habe ich mich, ohne mich zu ärgern, das Ding da wieder rausgeholt. Währenddessen ist mir zum ersten Mal die Kette runtergeflogen. Zum zweiten Mal die Kette runtergeflogen. Bin weitergefahren. Zum dritten Mal die Kette runtergeflogen. Ich war 2 Stunden unterwegs. Bin nach 2 Stunden hier angekommen. Fast eine Hitzeschlag bekommen. Ich wollte die Sachen nur hochtragen. Ging nicht, gerade so mein Rucksack und das große Blatt der Kettensäge hochgetragen. Wasser getrunken, in die Hängematte gelegt, eine Stunde gepennt. Ja, dann geht's halt weiter. Muss man entspannt bleiben. In der Ruhe liegt die Kraft. Ja, Freunde, also ich habe noch lange nicht ausgelernt und ich bin noch lange nicht am Ziel. Das Leben bedeutet lebenslanges Lernen. Doch es gibt definitiv Techniken, die einem das Leben erleichtern. Ja, was ich momentan lerne, sind Atemtechniken. Morgens hinsetzen, bewusst atmen lernen. Dazu komme ich noch später. Also, Nein sagen lernen ist super wichtig. Grenzen setzen ist super wichtig. Ja, vor allem mit den Peruanern muss man Grenzen setzen. Beispiel mit dem Generator. Heute kam der Mechaniker hoch, hat nicht geklappt. Ich habe ihn angerufen, meint so, ich gebe dir das Ding zurück. Das kostet dich so und so viel. Transport zum Grundstück 50 Soles, Transport runter 60 Soles, plus 10 Soles nach La Merced. Kostet dich 120 Soles, das Geld kriege ich von dir zurück. Du hast die Möglichkeit, mir das Geld zurückzugeben oder einen besseren Generator. Ja, wir haben uns auf einen Honda geeinigt. Morgen hole ich einen Honda ab. Zahl noch 300 Soles drauf. Hat mehr Potenz, wird funktionieren. Dann sind wir Freunde. Habe ich ihm erklärt, dass ich aus Deutschland komme. Ich arbeite sauber. Ich arbeite zuverlässig. Ich mag diese Pendehader nicht. Ich mag dieses Abzocken nicht, was viele Peruaner leider an den Tag legen. Ich mag diese Verarscherei nicht. Ich mag keine Unehrlichkeit. Wenn du mit mir in Zukunft arbeiten möchtest, habe ich ihm gesagt, dann geradeaus. Ehrlich, hat er mir zurückgeantwortet, eine Nachricht auf WhatsApp geschrieben, meinte so, du, ich bin nicht einer von diesen bösen Peruanern, du hast deine Erfahrung gemacht, ich nehme das Ding zurück, ich zahle dir deine Fahrt und ich gebe dir einen neuen Generator, kriegst einen Spezialpreis. So, wenn ihr so lernt, mit den Menschen zu kommunizieren, dann werdet ihr Erfolg haben, egal mit was ihr macht. Ich mache, wie gesagt, gerade eine Baufirma auf. Wir machen einen Bioladen auf, wir machen ein Restaurant auf, ich baue weiterhin Häuser, alles wird erfolgreich, weil ich das so will. Und auch in der Familie, letzte Woche waren sehr starke Energien, sehr starke Sonnenstürme. Ich habe diese Kraft genutzt, um ein paar Hühnchen zu rupfen. Freundlich. Jetzt sind wir auf einem gemeinsamen Nenner. Jetzt gibt es keine Verarschereien mehr, innerhalb der Familie zum Beispiel. Das ist ein Unding. Ja, die Basis der Familie ist Respekt und Ehrlichkeit. Und genauso sollte es im Business auch sein. Und mit jeder Kommunikation mit den Menschen. Diesen Respekt muss man sich aber erstmal verdienen. Der kommt nicht von einfach so her. Und das geht auch nicht immer nur weich sein. In manchen Fällen braucht es eine gewisse Härte, braucht es einen gewissen Druck. Und danach ist alles wieder gut. So, den Vestino muss ich kurz mal wegdrücken. Der will von mir Geld haben, welches er diesmal auch nicht bekommt. Der hat seine Arbeit nicht erledigt. Die wollen immer Vorschuss. Kriegt er diesmal nicht. So, kann erstmal warten. In diesem Sinne, Freunde, es kommt in Kürze mehr zum Thema Bewusstseinserweiterung,
zum Thema Life-Coaching. Ja, ich habe einige Dinge, wie gesagt, gemeistert. Meinen eigenen Verstand. Noch nicht 100%. Ja, ich bin noch lange nicht am Ende. Aber heute bin ich an einem Punkt, wo ich sehr erfolgreich bin. Egal, was ich mache. In diesem Sinne, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Herzliche Grüße aus dem Paradies. Euer Robert. Can't go apart, it's a war in Thailand. Tongues up or down and everybody's talking. Some will love you, some will hate you, but you can't be everyone's darling. Can't go apart, it's a war in Thailand. Tongues up or down and everyone's talking. Some will love you, some will hate you, but you can't be everyone's darling. Check it. Cards on the table, take it or leave it. I don't give a damn. Say what you wanna say, but I know you can't derail the plan. Compromise, cause life is too short, can't wait until tomorrow. Enjoy my life, I ain't got no time to drown inside the sorrow. I see the future's bright and pretty. After the rain and storm is over, and it's bright like lights in the city. Ready for bust like supernova. We got the heart of a lion, not a kitty. Fearless, we not run for cover. And we not turn back, we are committed. Going full speed and we not pull over. Not pull over. If I would try to please everyone at 15 in every gang, I wouldn't be me at all now. Follow the route and the rising of the sun and surprising everyone, yes I will follow the calling.